Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Crafty Survivors. Wir haben unsere Stadt in der letzten Folge ausgebaut und haben ja dadurch auch einen dritten Charakter freigeschaltet. Und den möchten wir heute auf jeden Fall mal anspielen, oder ich möchte den heute mal anspielen, um zu gucken, wie gut der Charakter ist. Ansonsten natürlich, ich muss es vorab immer sagen, würde ich mich natürlich über eine Bewertung für das Video freuen, beziehungsweise auch Kommentare, wenn ihr irgendwas seht, was ihr verbessern würdet, beziehungsweise auch eine bessere Skillung oder coole Waffen oder so, könnt ihr alles immer gerne reinschreiben. Ich bin ja sehr offen. Ansonsten, schauen wir mal weiter. Wir müssen auch noch mal gucken, irgendwo brauchen wir die blaue Blume so. Und dadurch, dass ich gesehen habe, hier gibt es ja, dass es ja hier eh noch weitergeht, ne, ist klar. Und man sieht ja zum Beispiel auch schön hier, was es hier gibt. Ja, und wir brauchen ja jetzt die dritte Blume, die blaue, für dieses, dass wir in der Mitte das ausbauen können. Und das haben wir ja nicht, ne? Oh, find a secret treasure for the first time. Okay. wie random. Okay, ich glaube, wir haben sie. Ja, und jetzt kann ich da jetzt rein? Nö. Ach, da kann ich hier nicht weiter. Da muss ich hier zwangshaft da oben lang. Ah, okay. Ja, und wir können jetzt das hier ausbauen. Okay, das war jetzt sehr... das war jetzt wirklich null geplant. Wandering Merchant... unlocked. Can be visited by an item trader. Also wenn wir das nächste Level haben, wir brauchen die drei Sachen. Okay, was ist das? Can be visited by a wandering... Okay, also das heißt, dass hier wahrscheinlich irgendein Wanderer kommt. So, ich habe ja jetzt auch neue Rezepte hier, zwei neue Rezepte freischaltet und jetzt möchte ich gerne mal den neuen Charakter testen. Ich habe nie gespielt, ich habe keine Ahnung, was er kann. Und wir schauen mal kurz... Oh, das finde ich auch cool. Im Ladescreen sind es jetzt schon drei, die da laufen, ne? Es gibt aber echt viele. So, also wir nehmen sie mal. So, Style and Substanz. Okay, die macht irgendwas mit Nadeln anscheinend. Okay, Challenge Level 2, 5 und 1. Das heißt, sie soll, also alleine wenn man das so liest oder wenn das man danach geht, ist sie halt stark, ne? Challenge Level heißt ja ungefähr so viel wie den Charakterstärke, ne? So, also. Oder, sag ich mal, Handhabung des Charakters. So. Finde ich cool, dass das auch mit drin ist. Wir spielen jetzt sie mal. Mal gucken, was sie kann. Machen wir mal automatisch. Oh. Die wirft so Wollbälle. Und die hitten auch andere Gegner. War nicht schlecht. Okay, es geht halt auch durch die Gegner durch anscheinend. Ja, ja, ja. Bisschen kiten die Gegner. So, Level up. So, was gibt's denn hier? Increase Critical Hit Chance. Bouncing Yarn. Also, the Gun heißt das wahrscheinlich. Giant Yarn Ball that Damage Enemies. Okay. Was ist das hier? In Stock, Decrease Skill Cooldown by 5%. Reaping, Love. Das? Okay, wir nehmen erstmal das hier. Da müssen wir jetzt irgendwie so einen bouncenden Garten anscheinend. Wenn der irgendwo ist. Ach so. Oh, cool. Ich finde die Fähigkeit mega geil. So. Komm. Okay. So, ihr Dash. Oh. Hä? Okay, warte mal. Ich habe so ein dummes Gefühl. Warte mal. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Leertaste drücke, dass ich dann zurückfliege, oder? Saving Snipe. Dann haben wir das. In Stock. Increase. Okay. Of blocking and attack by 10%. Das heißt, wir können auch Attack, also Angriffe blocken. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Und dann können wir dann das hier freischalten. Was das ist. Wir müssen halt mal schauen, dass wir die ganzen Sachen hier automatisieren einfach. What the? Was mache ich denn jetzt? Hä? Was ist das? Was ist das? Was macht das? Oh, ich habe so ein dummes Gefühl. Aber wir nehmen mal das hier, weil das ist das... A rear in the direction you are aiming that moves in a straight line damage enemies. Okay, schauen wir mal. Oh!
Das ist ja... Was ist das? Kann das sein, dass diese... Dass der gern Damage macht? Der Gun, den ich hier so wickel, der macht hier mit Damage, ne? Durch diese Attacke macht dieser Gun Damage. Holy shit, ist das cool. Das heißt, Static Electric. Electric Effect have 30% chance to cause a stun. Okay, 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 cool. Ey, der Charakter ist ja voll mega. Hier. Das heißt, alle Gegner, die dann auf diesen den Gun laufen, einfach dadurch Damage, ne? Add one extra charge to... Oh. Warte mal, ich muss kurz lesen. Style of Substance Skill. Hier. Ah, okay. Hä, das ist ja mega krass. Also du dashst mit der und dadurch machst du sogar so einen Gun. Wie krass ist das denn bitte? Ja, das nehme ich mit rein. Weil Attack Speed erhöhen. Richtig. Weiß halt auch nicht, ob Attack Speed sinnvoller ist oder ob Attack Speed hier auch Cooldown Reduction ist, ne? So. Das ist ja voll krass. Hä? Was ist mit dem Charakter los? Der ist ja voll stark. Hey, der ist ja wirklich stark. Ist das hier? Okay, ne, wir nehmen aber das hier mal. Weil dann kriegen wir hier Premium-Materialien. Ja, Premium-Materialien, das ist ja anscheinend... Was ich halt cool finde, dass du mit den Charakteren der Stadt spielst, sozusagen, ne? Also den Koch, dann hier mit den, mit der Schneiderin, mit den Maurer und so. Hä, das ist, finde ich, voll... Ich finde das voll cool. Also ich finde das wirklich mega gut gelungen, ne? Was haben wir hier noch? Skill Cooldown runtersetzen, klar. Bam. Ob man. Ich konnte gerade durch die Gegner durchjumpen und war gerade kurzzeitig unverwundbar, ne? So. Ah, jetzt habe ich Damage gekriegt. So. Ja, aber an sich ist der Charakter super stark. Holy. Was ist das hier? Hit-Chance. Das hier würde ich gerne mal machen. Extra Charge to Style. And... Okay. Extra Charge. Das heißt, wir haben dann einen Faden mehr anscheinend dann, ne? Dass ich es richtig gelesen habe. So, 700. Kriegen nochmal hier. Die Size erhöht. Also jetzt wird die Größe anscheinend erhöht von dem Ding. Warte mal, gucken wir mal. Das sehen wir ja gleich, wenn sie wieder nochmal wirft. Wie groß ist das Ding jetzt? Hä? Das ist nicht so stark. Also es wirkt halt sehr stark, der Charakter, ne? Muss ja jetzt natürlich nicht sein. Kann ja sein, dass es noch stärkere natürlich wird es wahrscheinlich auch noch geben. Aber so vom Spielerischen her spielt die sich halt super cool. So. Ist das hier? Ah, hier Premium-Materialien. Oh, was war das? Die Knöpfe. Die spielt sich gerade sogar irgendwie cooler als der Koch. Du musst aber dashen. Also für euch, ihr müsst mit dem Charakter wirklich dashen. Ne? Sonst macht das keinen Sinn. Wie ist die Duration of... Okay. Also die Zeiten runterschrauben, so wie gesagt, hier direkt 2 Sekunden runter, ist schon eine Menge, ne? Halt mal schauen. Du musst halt auch mal gucken hier unten. Ne? Hier unten ist eine Zahl. Ist ein bisschen ungünstig, sage ich mal. Und da seht ihr dann halt, sag ich mal, wie viele Dashes ihr habt. Ich habe jetzt aktuell 3. Und das kann man halt durchgehend erhöhen. Mit irgendwelchen Fähigkeiten. So. Zack, Level up. Zum Beispiel hier. Nee. Skill Damage. Okay, increase the chance of stun. Ja, wir gehen mal hier.
Das ist so krass. Was ich halt auch cool finde, du musst halt auf der Karte ein bisschen rumlaufen, ne? Guck mal jetzt. Wiederhaken oder was ist das? Bin ich jetzt gerade auf den Gegner zugelaufen oder was? Ich finde halt diese Riesenrolle cool. So. Haben wir da jetzt in der Folge gerichtet? Wurde gar nicht angezeigt. So. Jetzt haben wir erstmal unsere Hauptfähigkeit. Okay, ich springe hier die ganze Zeit über die Map, ey. Man kann den Haken. Man kann den Haken anvisieren und dann springt man dahin. Gesehen? Und die Bänder verschwinden, wenn die hier wieder aufgeladen sind. Kann man auch mal wissen. So. Ja, das ist ja, also es ist schon, der Charakter ist schon, also ich sag mal, ich muss es wirklich sagen, sehr easy. Also der haut gut rein. Du hast so viele Dashes, wo du abhauen kannst. Du machst mit den Dashes Damage. Du hast so eine riesen Rolle, einen riesen Ball, die hier wirklich einfach auch Damage reinkloppen. Also Damage-technisch ist das hier mit dem Charakter wirklich... sehr krass. So. Dieser Haken, der Haken hier, der gefällt mir nicht so, weil der dich einfach randommäßig, also klar, wenn ich jetzt... Ist nicht randommäßig, sondern das ist eher so... Das. So, warum bin ich jetzt darüber geflogen? Aus welchem Grund? So. Ist es halt manchmal ein bisschen nervig, dass er dich so wegzieht. Ich glaube, den Skill würde ich nicht nochmal nehmen. Obwohl der wahrscheinlich auch ein sehr starker Skill ist. Aber er zieht mich ja halt einfach mal drüber. Okay, ich bin kurz unverwundbar, was halt auch nochmal krass ist. Du bist halt sehr mobil mit dem Charakter hier, ne? Also dieser Charakter ist wirklich sehr, sehr krass. Also das macht echt Spaß. Kann ich wirklich so sagen, wie es ist. So. Bouncing. Au, 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 au. Jetzt hat er mich zum Beispiel oben nach oben links, hat er mich jetzt einfach wieder gezogen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. So. Gehen wir mal kurz hier hin. Ey, das meine ich. Wieso gehe ich jetzt hier runter? Ich wollte nach oben rechts. Ah, die Fähigkeit werde ich, glaube ich, nicht nochmal nehmen. Weil die, die zieht mich einfach so random irgendwo hin. Also, ich sag's immer wieder, random ist das nicht, ne? Aber dort, wo ich halt hinvisiere, zieht die mich halt hin. Und wahrscheinlich zum Anfang des Hakens. Das, was ich meine, dass du dann so, wenn du dort nur einen Anfang setzt, dass dort du dich dort wirst du wieder hingezogen. Das wahrscheinlich würde ich jetzt hier hin, genau. So. Bion, 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 bion. Deswegen, also das gefällt, also diese Fähigkeit gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, die ist cool, weil du bist super mobil, kommst dann vielleicht auch mal ungewollt, sag ich mal, aus irgendwelchen Gefahrenlagen weg, aber wenn du, sag ich mal, gerade in einem Fight bist, auf einmal wirst du nach Timbuktu geschickt. Ist nicht so cool, glaube ich. So. Okay. Finish. Sehr cool. So. A merchant is in town. Okay. Also irgendein Verkäufer. Dann schauen wir doch mal, was er verkauft. Ja, das ist aber auch cool. Das ist ja das, was wir jetzt hier geholt haben. Ach hier, guckt mal. Verkauft er denn Holzstein? Kostet einer? Kostet einer 10 oder was? Einer kostet 10. Hier aber Geld sammelt man anscheinend doch ganz gut, ne? Wir können bis zu 20.000 maximal nur haben aktuell. Das ist nicht viel.
Das heißt, wir könnten, aber wir müssen Steine sammeln. Wenn ja mal, wie viel brauchen wir denn, um das abzugraden? 34. Das heißt, 34. 34. So, und dann können wir das jetzt hier upgraden. Ist halt ganz cool. Jetzt können wir ja 10.000, glaube ich, mehr sammeln, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Warte mal. Wir haben jetzt... Nö. Ne, der Upgrade kostet 20.000. Ich bin so blöd. Okay. Okay, es kostet 20.000, das Ding hier abzubrennen. Hier aus. Okay, jetzt brauchen wir diese Sachen. Die finden wir wahrscheinlich dann in einer anderen Map. So, hier. Wir haben jetzt aktuell 5.000. Wie viel haben wir denn hier? Wir könnten den Dash-Cooldown reduzieren. Wir könnten Experience erhöhen. Sehr gut. Was kostet dann wieder? Ich bin halt am überlegen, ob wir das kaufen. 160 Steine, was kosten denn 160 Steine? 1000. So, und was brauchen wir noch? 41 Holz. So, und dann können wir das jetzt upgraden. Jetzt hätte man nicht mehr genug Gold zum Upgraden, das wäre auch witzig gewesen. Hier würde ich das Gold immer drin lassen, in der Bank, damit ihr das immer wieder erhöht. Immer noch? Ah, wir haben nicht genug Gold. Hm. Was kriegen wir denn dann? Experience. Das dann auf Level 5 dann. Unlock Skill Reroll. Ich habe gar keine Skills. Haben wir noch irgendwo Skills? Von denen ich nicht weiß? Ich kann wirklich überlegen, haben wir irgendwo Skills? Ah, ich glaube, ich verstehe es. Dass du, wenn du, sag ich mal, ein Level-Up hast, dass du dann den Skill einfach neu rollen kannst, sozusagen. Ich glaube, das ist die Attention dahinter. So, jetzt geht's hier weiter. Oh, hier findet man alles. Stage 5. Okay. Let's go. Spielen wir die wieder? Die hat schon Bock gemacht, ne? Ja, komm, wir spielen die wieder. Aber diesmal nehmen wir diesen einen Haken nicht mit. Defeat the Stage Boss. Okay. Upp. Level up. So, was schauen wir denn mal? Das ist kacke, das nehmen wir nicht. Kann man das irgendwie sagen? Das will ich nicht. Dann nehmen wir mal das hier. Was war das? So, das Coole ist, hier kriegt man alles gefarmt in der Map. Also muss ja nicht nochmal eine extra Map nehmen. Okay, cool. So, was haben wir jetzt? Savage Snipe. Das war das. Ich muss kurz mal überlegen. So. Ich dash durch sie durch und mache damit Damage, ne? Wir bräuchten das Cut-Ding noch, ne? Mal kurz testen. Ja. Okay, also das mit dem Gun, dann machen wir Damage, wenn wir durch sie durchdashen. Das wusste ich gerade zum Beispiel auch noch nicht. Ich würde gern das nehmen. Gucken, was das ist. Angriff der Monsterschere. Wie geil ist das denn bitte? So, komm, gib mir meine Schere. Und schnipp, schnapp. Ey, das ist ja voll cool. So, was war jetzt die? Das hier. Custom Fitting. Prepare for 2 seconds to receive a buff that grant a critical hit. The next skill perform. Okay. Ach, das ist ein Skill. Oh, shit. Warte mal, das müssen wir selber usen. Weil wir können nämlich uns nicht bewegen und kriegen dadurch Damage. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt cool ist. Ich finde diesen AE finde ich cool. Okay, die Schere ist okay. Aber das Bouncing-Ding. Ach, wir können das trotzdem machen. Ach, nee. Wir brauchen eine Fähigkeitsslot mehr. Das ist jetzt aber ganz schlecht. Dass wir das sogar ableveln können. Mal.
Machen wir das denn jetzt? Ich will mal testen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das geil ist. Bin ich ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich finde es cool, dass man hier so durchdashen kann und dadurch halt Damage machen kann, ne? Aber sonst, puh, das ist cool. Er macht jetzt mal zweimal, ne? Dadurch, dass wir es gerade gelevelt haben, macht er es zweimal. Aber mit diesem Crit-Ding, boah, ich weiß nicht. Bin noch nicht so der Fan gerade von. Nee. Nee, gar nicht. Das Ding. Warte mal, was steht denn da? Bin mir da noch nicht so sicher, muss ich gestehen. Au. So, was haben wir jetzt? Der Bouncing, okay. Das meine ich jetzt zum Beispiel mit Never Change a Running System, ne? Also, wir haben vorhin das mit der Elektrizität gehabt. Das haben wir jetzt natürlich dann gar nicht mehr, ne? Gucken. Ey, ich häng fest. Okay, ganz wild. So. Das war schlecht, weil ich habe nämlich zu früh zu spät das Dings gedrückt. Das ist auch nicht schlecht mit der Schere, ne? Und dieses AE finde ich halt auch ganz geil. Das AE könnte man dann nämlich reinnehmen, anstatt dieses andere, was wir als erstes mal hatten, wo wir dann randommäßig irgendwo hingeflogen sind. Mir fehlt ja zum Beispiel diese Blitze. Die fehlen mir jetzt komplett gerade. So. Da musste ich gerade Leertaste spammen. Skill Cooldown, Critical Hit garantiert auf next 2 Skills. Ich will das mal leveln, mal gucken, vielleicht macht es Sinn. Okay, also das ist so, du lädst das halt auf, ne? Und mal dann die nächsten zwei Skills machen dann zum Beispiel dann 100%ige Crits. Das ist der Sinn dahinter. Aber wenn das so lange dauert, macht es halt... Ich bin gerade gegen den Baum gedasht. Oh, wir haben nur noch ein Leben. Ein bisschen aufpassen. So. Ein bisschen aufpassen. Irgendwo brauchen wir brauchen Leben. So, bis. Ja. Jetzt kommen aber auch immer mehr neue Monster dazu, ne? Das habe ich das Gefühl. Ah, wir haben wieder ein Herz. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Ist ganz cool, wenn du weißt, dass du dann, sag ich mal, einen Crit hast, ne? Einen 100%igen Crit. Aber so an sich, boah, keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob ihr den Unterschied mal gesehen habt, zum Beispiel dieses, wenn du diese Crit-Fähigkeit benutzt, die Fähigkeiten, die du dafür brauchst. Wartet mal. Brauchst ja, wartet mal, vielleicht sehe ich es gerade. Hier. Nee. Du brauchst ja, um das zu kriegen, brauchst du ja zwei Fähigkeiten. So. Da war ja auch das hier, dieses. Nee, war gar nicht dabei, ne? Ich vergesse es. Vergesse es, was ich sagen wollte. So, wir machen mal hier. So.
Und das ist eine Kiste. Hm. Weiß gar nicht, ob Level 5 maximal ist. Au. Habe ich gedacht, ich habe einen Dash mehr. Was haben wir jetzt hier? A critical hit is guaranteed on the next. Ah, okay. Für die nächsten 4 Skills. Das ändert es schon wieder, ne? So, was haben wir hier? Bouncing. So. Ja, wir kommen gut durch, ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie schlecht durchkommen. Mal davon abgesehen. Aber... ich finde trotzdem, diese Crit-Fähigkeit ist cool. Ich habe so das Gefühl, dass es da vielleicht eine bessere gibt. Ja, diesen AE hier, den wir hier haben, der ist mega. Dieser Slice da. Der ist cool. Aber der Rest, boah, ich weiß nicht. Die Schere ist auch ganz okay. Bin mir aber auch nicht sicher, ob ich die jetzt auch nochmal nehmen würde. Ich meine, die Schere ist schon, wenn du die so groß hast, ne? Hallo, Schere. Die macht schon gut Schaden, ne? Das muss man auch mal bedenken. So. Man muss seine Dashes im Auge behalten, wie viele man hat. Bam. Dann wieder viel Leben, das passt. So. Ja, wenn du die hochgeskillt hast, ne, da hast du schon. Da hast du schon gut, sag ich mal, Schnippi-Schnappis. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5-mal hast du deine Schere schon, die da reinbrettert, ne? Das ist schon gar nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt hier? Das. Boah, der war frech. Einfach von oben jetzt mich angerempelt. So. Muss noch ein bisschen gucken hier auf die Umgebung, ja. Einfach mal ganz kurz einen Baum reingeschnibbelt. So. Bam, bam, bam. Das finde ich halt ganz geil bei dem Charakter. Du kannst halt mal quer über die ganze Map dashen. Ja. Und du machst sogar noch Damage dabei. Also, das ist ja wahrscheinlich, was den Charakter wirklich krass stark macht. Die Nadel nehmen wir mal noch mit. Was haben wir denn noch? Wir haben es sogar gleich geschafft. Also den Charakter würde ich wirklich für jeden Anfänger empfehlen. Auch wenn er mal ganz kurz am Anfang mit diesen ganzen Fäden ein bisschen weird aussah, beziehungsweise ein bisschen durcheinander. Ist es nicht. So. Okay. Laserbeam, alles klar. Wieso werde ich zu dem Boss getaggt? Hast du gesehen? Wir müssen auf jeden Fall dashen. So, mal schauen. Okay. Schau gerade, ob wir irgendwo ein Leben kriegen. Level up. So, müssen wir ganz kurz weg. Kurz. Oh. Da war er schon tot. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? 300 von jedem? Sehr, sehr cool. 300 ist viel.
Ich hole noch den ganzen anderen Kram, der hier rumliegt. Und... ja, schwierig. Also wie gesagt... ja, was machen wir da? Oh, Endboss. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir den erst in der nächsten Folge machen. Ja, was machen wir da? Also, die Schere, okay. Akzeptiere ich. Aber dieses Crit-Ding ist halt auch geil, ne? Also, gerade wenn man gegen Boss kämpft oder so, dann weiß man, dass man da auf jeden Fall einen Crit macht. Aber bin mir nicht so ganz sicher, ob das zielführend ist, weil diese, weil du hast mehr Attacks, sag ich mal, oder der Charakter ist halt so aufgebaut, dass du halt so Gun ziehst und mit dem Gun Damage halt noch zusätzlich machst. Und das geht halt nur, wenn du diese Blitze machst. So war es zumindest jetzt meine Meinung. Und ja, Leute, lasst mal eine Bewertung da und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Charakter findet. Ich finde ihn mega gut und den werde ich wahrscheinlich bei dem Bossfight auch benutzen. Ansonsten, Leute, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder von Crafty Survivors und habt einen schönen Tag.